Hallo, lieber Aufrufer, mein dritter Teil zu de Maizières Rücktritt, Drohnenopfer. Das Drohnenopfer sind wir alle gewissermaßen, indem wir Drohnen kaufen und Drohneneinsätze verantworten sollen, von denen wir so gut wie nichts wissen und nichts erfahren. Und deshalb mein dritter Teil hier, der betrifft nämlich den Westen. Ich als Deutscher, wir als deutschsprachiger politischer Raum, sind Bündnispartner im Westen. Das betrifft nicht nur die NATO, das betrifft auch die freiwillige Abgabe all unserer Bankdaten über SWIFT an die amerikanischen Banken. Warum eigentlich? Das hat mit der NATO nichts zu tun, natürlich. Nein, und so weiter. Unsere Bündnisverpflichtungen sind gar nicht so sehr vertraglicher Art, denn ein gemeinsamer Vertrag mit den Amerikanern wäre auch die UNO-Charta. Also, der Völkerbund hat eine 10 Gebote sozusagen, 19 Wertpunkte, die für die gesamte Welt gelten soll, und nach Belieben, wie viel Waffen und Macht jemand hat, ignoriert er das einfach. Und unser Partner, in Anführungszeichen muss man sagen, Partner USA, kümmern sich einen Scheißdreck drum. Sie benutzen die UNO ständig, irgendwelche Legitimationen für militärische Einsätze herbeizuerzwingen. Aber wenn es ihnen nicht passt, ignorieren sie es einfach. So, das sind unsere Partner. Und jetzt komme ich als Deutscher, wir als deutsche Menschen, wir sind Partner der Amerikaner, wir haben mit den USA Verträge geschlossen, innerhalb dieser Verträge wir uns verpflichtet haben und im Rahmen dieser Selbstverpflichtung, Partner der Amerikaner zu sein, haben wir im Prinzip Menschenrechte, unsere Rechtsstaatlichkeit im Prinzip vollkommen abgegeben. Wir haben kein Recht darauf, Informationen zu bekommen von den Amerikanern über Dinge, die hier bei uns gemacht werden. Gibt es einfach keine Auskunft. Wir haben kein Recht, wie ein freier Staat uns irgendwie zu verhalten, sondern ständig da, wo es den Amerikanern nicht gefällt, den Vorschriften der USA zu folgen. Das ist alles unser freier Wille als Teil des Westens über Verträge. Und nun müssen wir das Drohnenopferproblem sehen. Wir sind Opfer der Verträge, in denen Verträgen wir uns verpflichtet haben, Drohnenopfer zu sein. Es hat keinen Sinn, daran herumzumeckern. Es ist unser Vertrag. Wir sind sozusagen die Ärsche der Amerikaner, wenn es drauf ankommt. Dafür haben wir auf der anderen Seite den Vorteil, in diesem Boot der sogenannten Ersten Welt mit paddeln zu dürfen. Das ist das Drohnenopfer. Und in dem Falle des Themas der militärischen Drohnen sind die Deutschen, die deutsche Regierung verpflichtet, amerikanische Waffen zu kaufen. Selbst wenn sie die Waffen nicht bekommen, zumindest das Geld rüberzuschieben. Da kommt man nicht raus. Und man kann nicht prozessieren, um nicht gebrachte Lieferungen einzufordern oder das Geld zurückzufordern. Nein, was das deutsche militärpolitische Fantasiespektrum so absondert, besteht dann darin, dass man die Waffen von den Amerikanern kauft, die man bekommt. Man bekommt ja keineswegs alle. Ja, sofern das deutsche Militär auf Internet angewiesen ist, hat es überhaupt gar keine Bestimmungshoheit über die eigenen Internetanwendungen. Das deutsche Militär ist abhängig von großen Leitungen, Verbindungen, einschließlich Satellitensystemen, die die Amerikaner ein- und ausschalten können, wie sie wollen. Und die Deutschen sind Drohnenopfer, so sieht das aus. Und insofern ist der Versuch, nicht nur Beschaffungsprojekte mit viel Geld zu machen, um rüstungsmäßig auf der Höhe der Amerikaner mitzueiern, sondern dann auch das, was sie Entwicklungsprojekte nennen. Also beim Eurohawk handelt es sich um eine Variante zum Global Hawk, nur mit deutscher, europäischer EADS-Aufklärungstechnologie. Also eigene Aufklärungstechnologie, die in diesen Global Hawk der Amerikaner eingebaut wird. Nun sind die Lizenzen, die nicht dafür vorhanden sind, natürlich Schwachsinn, denn die gibt es jedenfalls. Das ist also nur ein vorgeschobener Grund. Insofern möchte ich sagen, wir sind
Opfer unserer Partnerschaft im Westen. Wir sind dem unterworfen. Und das möchte die Bundeskanzlerin nicht laut sagen. Das möchte Herr Seehofer nicht laut sagen. Das möchte der Kriegsminister de Maizière nicht laut sagen. Sondern er möchte gerne, wie Herr Westerwelle, überall, wo es brennt, rumrennen und sagen, hier, Deutschland hat auch was zu sagen. Ja, wir sind in Wirklichkeit Drohnenopfer. Und ich möchte dazu nur sagen, wir haben in Deutschland hier Spielräume. Und diese Spielräume sind zu nutzen im parlamentarischen Streit der Parteien, die sich überwiegend im Bundestag als Blockparteien benehmen. Alle das Gleiche, alle mit dem Westen, mit dem Pakt, mit den Amerikanern, mit dem Fluss ins Meer spülen. Stamokap, Staatsmonopolkapitalismus, Blockparteien, alles das Gleiche. Und die paar Leute, die das kritisieren, werden als irre hingestellt. Und da ist das Problem, wenn wir jetzt das Thema Drohnen diskutieren und das Drohnenopfer de Maizière zurückgetreten ist, dann haben wir vielleicht eine Chance hier, den Spielraum, der zwischen Beschaffungsdrohnen und Entwicklungsdrohnen besteht, in der Demokratie öffentlich verständlicher zu machen, eine Diskussion darüber. Wollen wir Drohnen, wollen wir nicht Drohnen? Brauchen wir Drohnen? Was soll der ganze Quatsch? Das wäre jetzt hier Drohnenteil 3. Wir als Drohnenopfer, als selbstbestimmte Partner der USA, die sich, wenn es drauf ankommt, alles gefallen lassen müssen. So, schönen Dank. So schön ist das, im Frieden mit den anderen zu leben, wenn es den anderen gefällt.